Hallo Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part der Pokémon SoSilver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir hier unsere drei Starter gesehen, Macholo, Metang und Tangolos, und ihr durftet da abstimmen. Und es war eigentlich, also zu dem Zeitpunkt, wo ich es jetzt aufnehme, ist es eigentlich relativ eindeutig. Ich weiß jetzt die Stimmenanzahl nicht mehr genau, aber dass Metang vorne ist, bin ich auch relativ froh, muss ich sagen, weil ich habe nämlich geschaut, was Macholo und Tangolos so können, und das sind Kampf- und Normalattacken. Also Macholo kann halt, ne, Fußkick, während Tangolos, glaube ich, als Angriffsattacken nur Umklammerung, ich glaube Wachstum hat es noch, ein Schlafpuder zwar schon, was ziemlich nice ist, aber wenn da ein Geist-Pokémon kommt, dann kann das ganz, ganz schnell zu Ende gehen. Und Metang ist erstens unser Pokémon, zweitens müsste eigentlich Konfusion, Metallklaue, Bodycheck und ich glaube Magnetflug oder so können. Auf jeden Fall irgendwie sowas müsste es eigentlich können. Da bin ich mir jetzt relativ sicher. Deshalb ja. Und wir werden das Ganze gleich mal nach dem ersten Kommentarschreiber benennen, denn ich habe mir gedacht, gut, dann mach es einfach, wenn du die Möglichkeit jetzt schon hast. Und zwar wird es der gute Miklas, weil beide mit Mf anfangen. Ich werde wahrscheinlich die Pokémon so benennen, wie ihr Anfangsbuchstabe ist, und schauen, ob es einen Namen gibt, der dazu passt, ne? Und Fun Fact am Rande, das fand ich auch sehr, sehr lustig. Es gab tatsächlich einen, der hieß Mamfaxo93, und hat irgendjemand in die Kommentare geschrieben, ja, ich hoffe, du wirst jetzt nach einem Raikou benannt, oder du wirst nicht nach einem Raikou benannt. Ich fand es sehr lustig, weil ich ja das Beispiel gebracht hatte. Das hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht gelegt. Das war schon sehr lustig, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Schauen wir mal. Miklas ist kauzig, das ist okay. Und wir haben genau die Attacken, mit denen ich gerechnet habe. Kauzig, also ein neutrales Wesen, ist tatsächlich ziemlich gut. Und ich muss auch sagen, dass Magnetflug prinzipiell ziemlich gut ist. Weil wir dadurch noch nicht von Bodenattacken getroffen werden können. Und wir haben nicht wirklich einen Drop in irgendwas, weil das ist eigentlich relativ gut. Vor allem für den Anfang, weil wir ja hier sehr viel wahrscheinlich noch am Anfang mit Konfusion arbeiten müssen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, wann Metacross oder lernt Metang seinen Kopfstoß. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich habe absolut keinen Plan. Übrigens, genau das wollte ich gerade ansprechen. Es kann eventuell sein, dass ab und zu mal ein paar interessante Bugs geschehen. Die müssen wir dann irgendwie umgehen. Die meisten weiß ich, wie ich umgehe. Also solche Bugs zum Beispiel kann ich einfach umgehen, indem ich in ein Haus gehe. Wenn ich einen kompletten Blackscreen habe, muss ich halt das Spiel neu starten, indem ich davor halt sicher einfach. Wie in etwa jetzt, deshalb setzen wir jetzt gleich mal den ersten Cut. Bis gleich. Mensch, der zweite Part fängt ja grandios an, ne? Mit einem Bug, mit was weiß ich, mit einem Blackscreen. So liebe ich es, ne? Wenn der zweite Part gleich so erfolgreich verläuft, ne? Ich muss auch sagen, ich war überrascht, dass im ersten Part noch nichts schief gegangen ist. Im zweiten musste dann halt was kommen, ne? Das sagt das. Das gibt einem das Spiel halt einfach vor. Weißt du, wie es funktioniert? Ja, bevor ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. Ansonsten, ich habe mir schon ein paar Namen rausgeschrieben. Ihr könnt natürlich jetzt auch noch unter diesem Part schreiben. Ihr wollt ein Pokémon sein. Ihr könnt auch unter dem nächsten Part das noch schreiben. Das Ding ist halt nur, je später ihr das Ganze schreibt, desto später werdet ihr halt auch reingenommen, also beziehungsweise benannt werden, ziemlich sicher, weil das Problem halt ist, dass ich das im Voraus aufnehmen muss, damit auch regelmäßig was kommt. Denn ich möchte eigentlich versuchen, dass dieses Projekt schon regelmäßig kommt. Also wäre mir echt eine Freude, wenn das funktionieren könnte, aber funktioniert halt manchmal nicht. Aber wenn ich im Voraus aufnehme, dann funktioniert das Ganze ganz schön. Und dieses Mal werde ich auch, bevor ich es vergesse hier, ich habe mir nämlich extra einen schönen, ich habe so ein kleines Blöcklein, habe ich, wo ich super die Namen aufgeschrieben habe, und werde die Namen dieses Mal durchstreichen. Denn beim letzten Mal habe ich sie tatsächlich, ein Kanivanha-Hai, abgehackt. Und apropos Kanivanha, das finde ich jetzt gerade ein bisschen lustig. Denn einer in den Kommentaren hieß Sharpedo-Fan, glaube ich. Also Sharpedo halt. Und da dachte ich mir, wäre lustig, wenn das der Encounter, den du als erstes triffst bzw. fangen darfst, ein Kanivanha wäre. Ihr seht, dass da ein Kanivanha steht oder ein Tohaido. Und wir treffen gleich mal die erste Metallklaue, nicht Mensch. Ich sehe schon, Metang geht schon von Sekunde 1 ab. Von Sekunde 1 geht er schon richtig hart ab. Das Problem ist, das Ding hat Rauhaut. Deshalb wollte ich eigentlich Bodycheck nicht einsetzen. Aber wenn das hier die ganze Zeit meint, Silberblick einsetzen zu müssen, dann gehen wir doch auch mal auf den Bodycheck. Tschüss. Apropos Bodycheck. Boah, da kann ich jetzt super was erzählen, ne? So richtig krasse Real-Life-Stories. Ich war heute auf dem Fußballplatz, weil mein Bruder ein Spiel hatte, und hab da zugeschaut.
Und das Wunderbare ist, ihr werdet jetzt grob wissen, wo ich wohne, aber das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. Und zwar haben die gegen eine Münchner Mannschaft gespielt. Ne? Downey wohnt in Bayern. Scheiße! In der Nähe von München. Oh mein Gott, erstmal stalken. Nein, lieber nicht. Würde es sich nicht lohnen. Oh, nicht vor Staker. Wird sich nicht lohnen. Das Ding kann Explosion. Da möchten wir gar nicht erst irgendeine Kacke drum machen. Ja, die haben gegen eine Münchner Mannschaft Fußball gespielt und ja, wenn du gegen eine Münchner Mannschaft Fußball spielst, wirst du vom Voraus her drei Sachen wissen. Erstens, im gegnerischen Team werden garantiert solche drin sein, die dich beleidigen werden. Das ist so sicher wie, keine Ahnung, wie dass ich atme. Dann die zweite Sache, die sicher ist, wenn du gegen eine Münchner Mannschaft spielst. Es werden Eltern dabei sein, wo du denkst, könnt ihr mal die Fresse halten. Ihr geht mir tierisch auf die Nerven, weil die ihre Kinder anschreien wie Sau. Warum sie denn nicht das und das machen? Was, Gott weiß ich was. Dann, drittens kann man sich sicher sein, dass der Trainer ab irgendeinem Zeitpunkt anfangen wird, den Schiri zu beleidigen. Das sind die drei Dinge, die du dir bei einer Münchner Mannschaft zu 99% sicher sein kannst, die passieren werden, die passieren, die sind mir, ich habe damals auch Fußball gespielt bis zur C-Jugend, ist mir damals auch immer passiert, war immer, es war immer schlimm. Die hatten jetzt ein Heimspiel, da ist es noch nicht ganz so schlimm, aber bei einem Heimspiel bei sich daheim und nicht in München. Wenn man in München spielt, ist es noch schlimmer, aber ja. Und eine Sache kann man auch noch sicher sein. Sie werden irgendeinen Foul machen, wo meistens irgendwas passiert. Gut, das passiert jetzt nicht so oft, ist aber da passiert. Und zwar zum Beispiel war der Spieler von meinem Bruder sein Team an der Außenlinie. Der Ball ist ins Aus und der Gegner hat ihn einen wunderschönen Bodycheck verpasst, sodass er auf, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also der Fußball um den Fußballplatz herum ist halt so eine Laufbahn, ne? Und dann ist da ja so eine leichte Erhöhung, wo dann die Wiese quasi beginnt. Aber davor ist noch so eine etwas festere Erhöhung und da ist er mit der Schulter oder irgendwas wundervoll so drauf gekommen, dass er jetzt operiert werden muss, weil ich mir auch dachte, ja, das vermisse ich überhaupt nicht, irgendwie auf die Fresse zu fliegen. Und das Beste ist dann immer, wenn dann die Eltern draußen anfangen zu schreien, es war gar nix, steh auf, was willst du? Und dann der Schiri halt den Spieler rausschickt und Freistoß gibt und dann er so, und dann die Eltern schreien, da war nix. Was willst du eigentlich, du dummer Schiri? Gut, dummer Schiri sagen sie jetzt am Anfang noch nicht. Irgendwann kommt's. Das ist ziemlich sicher, aber am Anfang jetzt noch nicht. Und dann war es auf jeden Fall so, dass sie halt angefangen haben. Die Eltern haben tatsächlich angefangen, nicht die Gegner zu beleidigen, sondern haben angefangen, ihre eigenen Spieler zu beleidigen, weil die 4-1 hinten waren. Und dann geschrien haben: Ey, was macht ihr für eine Scheiße? Strengt euch mal an. Und haben nämlich auch angefangen, nachdem die Eltern angefangen haben zu schreien, haben nämlich auch die Spieler angefangen zu schreien. Und wenn die Spieler untereinander anfangen zu schreien, dann bedeutet das meistens nichts Gutes. Denn wenn Spieler sich gegenseitig anschreien und die Eltern davon da sind, dann schreien die Eltern die Kinder schreien die Kinder an und die Kinder schreien dann die Eltern an. Das ist ein Teufelskreis, aus dem man einfach nicht mehr rauskommt, ne? Und ja, wer hätte es erwartet, es wurde zu diesem Teufelskreis? Du willst aber auch einfach nicht, ne? Das war so klar. Du willst aber auch einfach nicht die Metallklaue treffen, ne? Du willst das auch nicht. Und dann ist es natürlich auch so weit gekommen, dass die sich alle schön im Teufelskreis gegenseitig angeschrien haben und wo du dir irgendwann dachtest, wow, die gehen mir richtig hart auf die Nerven, können die jetzt endlich ihre Fresse halten? Und wo du auch dann langsam, ein Heißbrocken, okay, wo dann auch langsam überlegst, bist du jetzt lustig und misch dich da auch ein? Einfach nur, um eine lustige Diskussion zu machen, habe ich dann leider nicht gemacht. Wär sicher lustig geworden, wär 100% lustig geworden. Oh Gott, wäre das super gewesen. Aber naja, ich habe zum Beispiel auch letztens in der Zeitung was drin, da haben sich welche bei einem E-Jugendspiel, also das sind wirklich, wie alt ist man da? Acht? Acht, neun oder so, haben sich Eltern bei irgendeinem Spiel oder Turnier geprügelt, wirklich geprügelt. Und der Schiri hat Nasen, wurde die Nase blutig geschlagen. Bei einem E-Jugendspiel, das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Die kleinen Kinder stehen da, spielen ihr Fußball und die Eltern schlagen sich am Außenrand tot, ne? So gefühlt, ne? Man kann, wenn ihr euch kennt, wenn ihr South Park kennt, ne? Dann kennt ihr vielleicht die eine Folge, wo die Baseball spielen und eigentlich darauf gar keinen Bock haben und dann sich der Vater von Stan sich immer mit einem prügelt. So ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass der Schiri auch noch blutig geschlagen wurde, ne? Nein, eigentlich kann man sich es nicht so vorstellen, aber ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher hierfür, für diese Geschichte in Goldie Newcastle.
Weil es halt eigentlich, ich finde, es passt halt echt gut dazu. Es passt einfach richtig gut dazu und ich finde das einfach mega lustig, wie man sich bei sowas so reinhängen kann. Allgemein verstehe ich auch nicht ganz. Ich finde halt Fußball auch macht man, okay. Geil. Erstmal züchten gehen. Auch so ein overhypten Sport, das ist halt unglaublich, ne? Gibt es eigentlich einen Sport, wo man sich öfters verletzt als bei Fußball? Wo verletzt man sich denn sehr oft? Beim Boxen? Verletzt man sich beim Boxen oft? Ich weiß es nicht. Ey, also. So oft wie wir die Metallklaue jetzt schon gemisst haben, sollte man meinen, das hat eine 70%ige Fokusstoßtrefferchance. Weil das ist halt echt nicht mehr lustig. Metern. Du kannst dich auch tatsächlich ein bisschen zusammenreißen und auch, ne? Auch mal treffen. Ich wäre dir sehr dankbar. In jedem Fall, um auf das Fußballthema zurückzukommen. Zum Beispiel meine Eltern, also meine ganze Familie, bis auf ich, sind auch so riesige Fußballfans und. Boah, die hängen sich da rein, ne, in die ganze Scheiße. Und ich denke mir nur so, wie funktioniert das? Gut, auf der anderen Seite kann man jetzt auch wieder sagen, meine Eltern denken sich das auch, wenn ich Videospiele spiele, ein Pokémon bei mir stirbt und ich rumschreie. Und sie sich fragen, hat denn, stimmt mit dem irgendwas nicht mehr? Das denke ich mir aber dann auch, wenn, Gott, was weiß ich, was passiert, wenn Bayern mal wieder ein Spiel verkackt, was sie momentan ja gerne machen. Nur das ist ein großes, seit neuestem ein großes Hobby von Bayern, so viel ich mitbekommen habe. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, aber ich weiß, dass sie irgendein Spiel haben sie verloren und da haben sich meine Eltern so aufgeregt und sind so ausgeflippt und alles. Und da dachte ich mir auch, ja, mal, dann haben sie halt verloren und ist doch egal. Da ist natürlich auch immer der Trainer schuld, also so viel ich mitbekommen habe, war auch der Trainer schuld, weil er, keine Ahnung, irgendwelche Spieler nicht mitspielen hat lassen. Also ich bin jetzt wirklich kein großer Fußballfan. EM und WM schaue ich mir aber tatsächlich an. Also soweit bin ich in der deutschen Kultur drin. Um mein Land bei sowas zu unterstützen. Ich schaue mir auch sehr, sehr gerne zum Beispiel die Winter- und Sommerspiele an. Ja. Also natürlich, ne, Mario und Sonic, Olympischen Spiele und Winterspiele schaue ich mir sehr, sehr gerne auf YouTube an. Doppelpunkt.de, ne? War schon sehr lustig, ich weiß, danke. Nein, aber ich schaue die mir wirklich gerne an. Ich finde das immer ziemlich interessant. Ich finde vor allem so Hammer- und Speerwerfen. Ich finde Werfen, ich bin großer Freund vom Werfen. Ich bin auch selber sehr, sehr gut im Werfen, deshalb ich bin. Werfen ist super, ne? Ich mag Werfen richtig gerne. Also wenn es um Leichtathletik geht, es gibt ja Werfen. Beziehungsweise man muss ja auch sagen, es gibt Kugelstoßen. Werfen ist es ja jetzt nicht mehr direkt, wenn man ein bestimmtes Alter erreicht hat. Kugelstoßen mag ich sehr, sehr gerne. Laufen ist jetzt nicht so meine Disziplin, ja. Auf eine ganz, ganz kurze Strecke, 50, 75 Meter, da komme ich noch sehr gut mit klar. Sobald es auf die 100, 400, keine Ahnung wie lang. Ach komm bitte, Niklas, ne? Weiß ich nicht, wie weit hoch geht. Ah, nee, lass mich bitte dann damit in Ruhe. Dann, nee, dann lassen wir es lieber, dann lassen wir es doch lieber. Dann ist es doch ein bisschen besser, wenn wir beim Werfen bleiben. Aber sowas wie Hammerwerfen oder Speerwerfen würde ich echt mal gerne machen. Diskuswerfen weiß ich gar nicht. Ich glaube, Diskuswerfen, da wäre ich zu dumm für. Da glaube ich, könnte ich die Technik nicht. Ich finde die Technik sehr interessant beim Diskuswerfen. Und ich bin da immer wieder erstaunt, wie weit die Platte da werfen können. Und ich mir immer denke, wow, okay. Oder Hochsprung. Hochsprung ist die einzige Disziplin, die ich jetzt so bei Leichtathletik, bei den Olympischen Spielen richtig, richtig scheiße langweilig finde. Weil ich finde es halt echt nicht interessant, da hochzuspringen. Kann auch daran liegen, dass ich in der 8. und 9. Klasse Hochsprungnoten gemacht habe und mich da Hochsprung schon so hart abgefuckt hat, ne? Es war. Oh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, ne? Man muss ja hier freundlich bleiben, ne? Wir müssen ja hier sozial strukturiert sein, ne? Und nicht solche bösen Wörter. Benutzen. Es hat mir nicht sehr gefallen, ne? Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal ganz nett, ne? Weil es war halt einfach echt nicht. Swimmer Noel weiblich. Sehr schön. Ich glaube, ich nenne den einfach auch einfach Noel. Das finde ich lustig. Es war halt echt nicht meine Disziplin. Da mochte ich. Ich hasse es einfach. Ich hasse es einfach. Hochsprung in irgendeiner. Ich wollte gerade sagen, wenn das kein Crit ist, ne, dann weiß ich nicht mehr, was los ist. Ich habe halt. Nee, ich habe halt so schlechte Erfahrungen mit dem Hochsprung gemacht, ne? Also dadurch missfällt mir halt die ganze Sportart. Wenn man allgemein, wenn man negative Erfahrungen über irgendwas gemacht hat, dann missfällt einem die Sache halt einfach. Ich meine, das kennt man wahrscheinlich, ne? Ich meine, Schule, einmal eine schlechte Note, schon hasst man die komplette Schule. Ist das so? Ich bezweifle es, aber man mag zum Beispiel dann das Fach wieder weniger, ne? Ist bei mir auch aufgefallen, zum Beispiel,
10. Klasse Bio stand ich auf einer 2, dachte mir, ey, Bio, richtig geil, bin ich gut. Dann Qualifikationsphase 11, eine 4. Dann dachte ich mir, Bio ist eigentlich gar nicht so geil, ne, wenn ich genau überlege. Gut, man muss jetzt auch wieder sagen, Oberstufe 10. Klasse ist ein großer Unterschied. Aber das ist wieder ein anderes Thema, das wir jetzt nicht ansprechen müssen. Wir bleiben jetzt mal hier voll in dem Sportthema drin, weil wir über die Winterspiele noch nicht geredet haben. Winterspiele schaue ich tatsächlich nicht so oft. Was aber tatsächlich mehr daran liegt, dass die meistens irgendwie zu so einem Zeitpunkt kommen, wo ich es erstens nicht schauen kann. Und zweitens, bei Winterspielen interessiert mich tatsächlich nicht so viel. Also, was mich jetzt beim Winterspielen sehr, was ich sehr gerne schaue, ist Snowboarden und Skifahren. Ich habe zum Beispiel, ich schaue das zwar gerne an, tue es aber jetzt nicht so gerne selber. Also, gesnowboardet habe ich noch nie selber, Skifahren habe ich bis jetzt nur einmal von der Schule aus gemacht. Da fand ich es ganz cool, aber dadurch, dass mich die Schuhe gefühlt umgebracht haben und ich, naja, okay, ich bin ziemlich gut auf die Fresse öfters mal geflogen. Zum Schluss konnte ich es, aber dann war es ja auch schon egal, weil es dann der letzte Tag war und dann bringt es halt nicht mehr viel. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich. Wie nennen wir dich? Wir nennen dich jetzt einfach mal Kyle, weil du halt sowieso einen anderen Namen kriegen wirst. Ich weiß nicht, ob er einen anderen Namen kriegen wird. Aber. Oh, ich habe das N stehen lassen. Jetzt heißt du N'Kyle. Oh, ich habe einen besseren Namen. Wir nennen ihn N'K. N'K, wie Mac okay. Nee, das finde ich auch doof. Wir nennen ihn M'K. Einfach M'K. Keine Ahnung, mir fällt kein guter Name ein. Ist mir egal, wie kommst du in den Winterspielen zurück? Was mag ich noch? Ne, sehr, sehr schnell. Eisschnelllauf schaue ich sehr, sehr gerne, weil ich selber gerne Ski. Ich wollte gerade zu Eisschnelllauf Skifahren sagen, ne? Ja. Weil ich sehr gerne mit meinen Schlittschuh fahren. Macht ganz relativ viel Spaß. Ich spiele auch Hockey, schaue ich auch gerne. Mache ich aber halt unglaublich. Also ich schaue es zwar gerne, aber ich mache es unglaublich selten. Ich weiß nicht warum. Ich mag die Sportarten an sich sehr, sehr gerne. Ich habe sie noch nie wirklich selber ausprobiert, weil das auf dem Eis random mit irgendwelchen Leuten zu spielen ist halt was anderes, ne? Als richtig zum Beispiel im Verein zu spielen. Bei uns in der Nähe gibt es, glaube ich, sogar einen Verein. Aber ich weiß nicht. Ich hätte zwar für Bodychecks den passenden Körper, aber ich habe halt echt wenig Ausdauer, ne? Meine Ausdauer. Boah, ist die Scheiße, ne? Also ich bin. Für meine Verhältnisse bin ich sportlich, sagen wir es mal so. Aber wenn es um Ausdauer geht, oh Junge, sprecht bloß nicht weiter mit mir. Sprecht bloß nicht weiter mit mir, wenn es um irgendwas geht, was mit Ausdauer zu tun hat. Nee, danke dann. Dann sage ich Tschüss, bis später. Habe ich auch zum Beispiel bemerkt, ne? Basketball habe ich momentan jetzt in Sport, ne? Wir haben eine Basketballstunde gemacht, haben ein bisschen aufgewärmt und dann gleich ein Turnier gemacht. Jeweils 3x5 Minuten, also ein Spiel halt, 5 Minuten an Pause. Ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich in dem Team was hatte. 5 Minuten an Pause, 5 Minuten an Pause, Pause 5 Minuten oder irgendwie sowas. Irgendwie so war es. Ey, und die 5 Minuten haben mich so zerdeppert, das ist einfach nicht mehr lustig. Hallo, Kikli. Die haben mich so auseinander. Ich will auch ein Gegabe. So auseinandergenommen, einfach nur 5 Minuten spielen. Und ich war fertig wie sonst was, ne? Aber nicht nur ich, sondern jeder. Es war echt unglaublich. Stirbt das Gag-Abo jetzt nicht einfach? Okay, es lebt sogar noch. Ich war fertig wie sonst noch was. Da gab es ja gar keine Beschreibung mehr für. So K.O. war ich, ne? Jetzt, ich merke jetzt noch, wie bei meiner linken Schulter. Ich weiß nicht, warum die linke, weil eigentlich benutze ich immer rechts für alles. Meine linke Schulter noch so ein Ziehen hat. Ich weiß nicht, kennt man das? Wenn man noch so ein leichtes Ziehen im Nachhinein hat. Jetzt nicht extrem schlimm, aber man merkt schon noch, dass man was gemacht hat, ne? Ich mache halt nicht so oft was und dann merke ich das dann doch. Das, ne? Das kennt vielleicht der ein oder andere, ne? Das kennt vielleicht der ein oder andere, wenn man eher der Mensch ist, der gerne daheim ist, schön daheim chillt, seinem Leben die heilende Ruhe gönnt, ne? Die Overwatch-Referenzen sind real. Okay, und unser Encounter auf der ersten Route 1 wird sein. Das finde ich jetzt sehr lustig. Weil wir tatsächlich jemanden haben, der Shapido heißt und der jetzt ein Kanivanha werden wird. Glückwunsch.
Falls wir es fangen, ne? Das ist natürlich jetzt die Voraussetzung, aber Metallclaw hat davor so wenig gemacht. Okay, ein Crit wäre tatsächlich kritisch geworden. Na, lustig, ja, ich weiß. Boah, ich hau hier. Nein. Nein, wir lassen es lieber. Wir lassen es lieber, ne? Wir lassen es lieber, ne? Bevor hier wieder die Extreme zuschlägt. Okay, Sharpedo. Kanivana, das finde ich jetzt nicht so nett von dir. Bleib bitte im Pokéball. Ich kann es halt nicht weiter angreifen, ne? Wenn wir jetzt den ersten Encounter schon verkacken, werde ich sauer. Eins. Bleib jetzt drin. Zwei. Drei, bitte. Danke. Guten Kanivana gefangen. Um nochmal auf Wintersport zurückzukommen. Winter ist sowieso eine geile Jahreszeit. Mir ist gerade das Wort Jahreszeit nicht eingefallen. Oh, das ist so schlimm, wenn einem Wörter nicht einfallen. Geile Jahreszeit, ich mag die Winter- und Sommerspiele sehr, sehr gerne. Wenn ich aber sagen müsste, welche ich lieber mag, dann wäre es die Sommerspiele, weil ich die halt öfters schaue. Und ich werde es jetzt auch einfach immer Sommerspiele nennen, auch wenn man es Olympische Spiele eher nennt, glaube ich, oder? Naja, man sagt Olympische. Ich meine, zu den Sommerspielen schon wieder. Ich glaube, man sagt eigentlich immer nur Olympische Spiele und nie Sommerspiele. Ich habe das mit Sommerspiele jetzt einfach. Das ist ein okayes Wesen tatsächlich. Wir können nämlich auch spezielle Moves auf Sharpedo spielen. Ja, es passt. Es ist nämlich so, dass ich jetzt aus meinem Redefluss rausgekommen bin wegen dem milden Wesen und nicht mehr weiß, was ich sagen wollte. Doch, dass ich die Sommerspiele öfters schaue als die Winterspiele. Meiniges öfters. Liegt auch ein bisschen daran, dass wenn halt die Sommerspiele sind, dann laufen die gefühlt durchgängig. Die ganze Zeit und es läuft halt wirklich gefühlt nichts anderes und dann laufen die halt unten auch in meinem Fernseher und wenn ich dann runtergehe zum Essen, Gott was weiß ich, was ich unten mache, dann ist es halt auch meistens so, dass dann dort die Spiele laufen und dann schaut man da immer mal rein, hört, kriegt ein bisschen was mit und so, ne, glaube ich, kennt man. Ich denke, das kennen doch ein paar von einem. Winterspiele zum Beispiel laufen jetzt nicht so oft. Es kann aber auch dran liegen, ich glaube, Sochi waren die letzten. Da kam das dann meistens in der Früh, wo man es halt einfach nicht mitbekommen hat, weil es halt live übertragen wurde. Und dann konnte man es halt gar nicht mitbekommen, weil es eben zu so einer Zeit gestrahlt wurde, wo man zum Beispiel in der Schule war, wo man noch gepennt hat. Oder wo einfach gerade in dem Moment was Besseres kam. Kann ja natürlich auch immer ganz gut passieren. So, ich möchte erstmal mein Machtband verkaufen, denn das bringt tatsächlich ziemlich gut Kohle. Der Eisbrocken bringt nur 100, das heißt, der lohnt sich nicht wirklich zu verkaufen. Also, Pokebälle. Wie viel könnten wir uns gönnen? Wir könnten uns sehr, sehr viele gönnen, aber ich denke mal, 10 Stück dürften jetzt erstmal genehm sein. Damit kriegen wir nämlich auch unseren Premierball. Jetzt, ich wollte noch Tränke kaufen. Ja, darf ich? Danke. Finde ich sehr nett. Danke. Gut, wobei wir hatten eigentlich schon 5, also so dringend wären die Tränke jetzt nicht gewesen. Würde ich nämlich sagen, fangen wir uns jetzt noch unsere anderen 2 Encounter, die wir noch hier holen können. In Rosalia City können wir dann auch, wenn wir die Angel haben, uns noch einen anderen Encounter holen. Bitte lass es kein Schlurp werden. Ja gut, das ist jetzt eigentlich nicht viel besser, ne? Das ist eigentlich überhaupt nicht besser, aber naja. Ja gut. Ich denke mal, das Goldini wird hier eine Metallklaue auf jeden Fall überleben. Ich werde wahrscheinlich Goldini direkt auf die Bank stecken, weil ich nicht sehe, dass das in irgendeiner Form was machen wird. Weil wir haben halt einen Kanivana, warum soll ich dann Goldini erstens reinnehmen? Zweitens glaube ich nicht, dass Goldini jetzt in irgendeiner Form was machen kann. Wir verschwenden sogar einen Pokéball darin. Okay, okay. Jetzt haben wir es, okay. Wasser-Pokémon, dann wird der gute Blue Zone ein Wasser-Pokémon. Weil ich weiß, dass er... Wobei, er wollte eigentlich Hydropi werden, potenziell. Dann warten wir mal mit Blue Zone noch ab, ne? Wir haben tatsächlich sogar einen Mädchennamen hier. Fällt mir gerade auf, die Christina. Dann wirst du jetzt ein Goldini. Wir lassen dich jetzt mal vorerst drinne. Ich denke auch, ich werde es dabei mal mitleveln. Ich habe halt keine Ahnung, TBH, was Goyking alles kann. Ich weiß, dass es per Herzschuppe viel Länder lernen kann. Du hast ein sanftes Wesen. Mit der Aquahülle verhindert Verbrennungen. Ja, dann haben wir halt 2 Wasser-Pokémon, ne? Und ich glaube, Goyking kann ja prinzipiell Blitzfänger bekommen. Was eigentlich keine schlechte Fähigkeit ist, weil wir damit halt eine Elektroimmunität hätten. Plus Goyking kriegt ja dann den Spezialangriffsboost. Besser als Tohaido ist es auf jeden Fall nicht. Aber Tohaido ist halt so eine Glaskanone, die relativ schnell sterben kann.
Ich denke, hier am Anfang sollten wir auf jeden Fall alles nutzen, was gegeben ist. Deshalb werden wir es auf jeden Fall drin lassen, ja. Sondern dürfen wir jetzt noch auf Route 46 ein Pokémon fangen. Und das ist ein. Bitte was Gutes. Ja, ist okay. Hätte man vielleicht besser treffen können. Dodri ist halt jetzt nicht das stärkste Pokémon. Aber ein interessantes Pokémon habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Wieso mache ich die eigentlich immer, den Pokémon immer so viel Damage, dass ich nicht weiß, ob dass ich nicht mehr angreifen kann, beziehungsweise jetzt hoffen muss, dass der einfach im Pokéball drin bleibt. Und das ist halt. Das ist halt ein Dodri, ne? Und Pokébälle. Ha. Pokébälle sind kritisch. Das Problem ist, Dodri kriegt ja erst seinen Buff in der sechsten, in der siebten Gen, Entschuldigung. Mit Jump Kick und sowas. Da wäre es richtig nice. Hier ist es jetzt eher so ein, ja, von mir aus, wenn es drin bleibt. Ich werde das Ganze jetzt mal speeden, weil das dauert mir doch zu lang. Ich möchte aber eigentlich nicht zu viele Pokébälle oder nicht zu viele Bälle auf diesem Dodri verschwenden, weil. Jawohl, wir brauchen es halt eigentlich schon. Wir bräuchten es eigentlich schon. Weil es halt ein nicer Ground-Type. Wobei man halt jetzt auch sagen muss, dadurch, dass wir jetzt ein Wasser-Pokémon haben, sind eigentlich die Schwächen von unserem Miklas ziemlich gut abgedeckt und Metang wird halt das Haupt-Pokémon sein. Und ich habe das Gefühl, wir werden hier jetzt alle unsere Pokébälle werfen und der Typ und dieses Dodri wird hier nicht drin bleiben. Ist jetzt nur eine Vermutung. So, und der letzte Pokéball. Ich glaube, das Dodri wird nicht drin bleiben. Das finde ich jetzt schon eklig von dir, Dodrin. Ne? Das merke ich mir. Naja, dann haben wir das jetzt besiegt. Schauen wir mal, was wir hätten noch kriegen können. Wir hätten noch bekommen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wir hätten Knarks kriegen können und dann kriegen wir einen Scheiß Dodrin. Okay, wir merken uns. Wir kriegen das Togepi-Ei. Ich weiß, dass daraus ein Togepi schlüpfen wird. Das heißt, das ist ein fester Encounter. Das heißt, dieser darf ersetzt werden. Wir werden uns davon sowas von Knackse holen. Aber sowas von, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich würde sagen, für diesen Part reicht es jetzt erstmal. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ich werde bis dahin ein bisschen leveln, ein paar, ne, Erfahrungspunkte sammeln. Und dann sehen wir uns oben, wo die zwei Trainer gegeneinander kämpfen, wo man blockiert wird, damit wir nach Viola City im nächsten Part können und da auch uns wieder ein paar Encounter catchen können und richtig krass abgehen. Und wir werden uns dann beim nächsten Mal vorsehen bei Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.